Ah, oh, ja. Nice. Los geht's! Oh shit. Nicht gut. Los geht's. Test, 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 test.
Oh, süß. Hier geht es tatsächlich nicht weiter, ne? Oder doch? Ich guck mal. Na, zum Glück kann man hier so fast überall durch die Map laufen. Das weiß nicht, woran das liegt, ob die das bewusst so gemacht haben. Aber ihr müsst euch das so vorstellen, dass das hier alles so eine Art Hohlräume sind. Und ihr könnt sozusagen die Karte komplett erklimmen. Dass ihr da wahrscheinlich sogar Off-Limits könnt. Anders kann ich mir das nicht erklären. Also ich habe das sogar schon mal gemerkt bei den Mauerwerken. Die haben irgendwie keinen Widerstand. Das heißt also, theoretisch gesehen könntest du da auch direkt einfach hinlaufen. Also den Berg erklimmen. Was damals so auch lustig aussah, wie bei Skyrim zum Beispiel. Da konnte man ja zum Teil auch mit dem Pferd über die Berge laufen. Völlig verrückt. Also vorhin war der doch noch hier. Nur für den Fall der Fälle. Hat er sich wieder verzogen? Ein großer Ichigo-Fürst verfügte einst, dass eine wunderschöne Terrasse erbaut werden sollte, um die tanzenden Blüten der großen Kirschblüte zu bestaunen. Die Bewohner des Dorfes begannen sofort mit dem Bau, doch aus einem Grund, den nur die Geister kannten, weigerte sich der majestätische Baum, seine prächtigen Blüten loszulassen, bis der Frühling vergangen und der Sommer gekommen war. Kaum bin ich fertig mit Lesen, kommt unser Störefried wieder. Oh Mann, er schläft. Oh Gott.
Ach Gott! Wow. Die Jagd beginnt. Ah, schön euch zu sehen. Wo ist er denn hin? Nanu? Ugh.
Ach Gott. Da ist er. Mal weiter. Einverstanden. Ah, schön euch zu sehen. Ah, shit. Thank you.
du Angst? Oh shit. Haben wir versagt? Ah ja.
beende dann den Stream hier erstmal. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben.